Ich heiße Vito Scaletta. Geboren auf Sizilien, 1925. Der Knirps, das bin ich. Da stehe ich mit meinen Eltern und meiner Schwester Francesca. Vor unserem alten Haus. Viel weiß ich nicht mehr von der alten Heimat. Nur, dass wir kaum über die Runden kamen. Irgendwann hatte mein Vater die Schnauze voll und wir zogen fort. Weg von Sizilien. Über den Ozean. Um in Amerika ein neues Leben zu beginnen. Eine Stadt wie Empire Bay hatte ich noch nie gesehen. Sie war grandios. Andererseits hatte ich auch noch nie etwas so Dreckiges und Widerliches gesehen wie das Scheißloch, in dem wir hausten. Der amerikanische Traum. Eher ein Albtraum. Mein Vater nahm für einen Hungerlohn eine Arbeit im Hafen an. Ein Knochenjob. Und die paar Kröten, die er verdiente, hat er gleich wieder versoffen. Meine Eltern schickten mich auf die Schule. Ich sollte die Sprache lernen, was unter lauter Einwanderern kaum möglich war. Dort traf ich Joe. Vito, mach schon, beeil dich. Mit der Zeit wurden wir die besten Freunde. Und da wir beide arm waren und Arbeitsplätze raren, Scheiße, machten wir zwei uns selbstständig. Stehen bleiben! Polizei! Halt! Vito, hier lang! Wirf das Ding her! Stehen bleiben oder ich schieße! Oh, Scheiße! Okay, du Dreckschwein! Beine auseinander! Scheiße. Und Flossen an den Zaun! Tut mir leid, Vito. Tja, in dem Fall lief's nicht so gut. Das war 1943. Amerika war im Krieg. Und für die Invasion Siziliens brauchte die Army Leute, die Italienisch sprachen. Ich war 18. Und alles erschien mir besser als Knast. Warum nicht die alte Heimat besuchen? Operation Husky. Ich war bei der 504. Fallschirmjäger-Division. Am 11. Juli sollten wir über der Südküste Siziliens abspringen. Doch wir gerieten in Flaschenfeuer und mussten vorher aussteigen. Über Feinde. Unsere Seiten uns kamen durch. Ohne die dortigen Partisanen hätten wir keine Chance gehabt. Als Mussolinis Truppen in die Stadt einfielen, um den Widerstand zu zerschlagen, war es an der Zeit, uns zu revanchieren. Se nessuno parla, quest'uomo morirà. Okay, Scaletta. Schalt ihn aus. Traditori! Alles klar. Pensavate di poter giocare con noi? Di tradirci? Wir müssen die Waffe säubern, Scaletta! Und damit herzlich willkommen zu Mafia 2. Auch dieses hier ist die Definitive Edition. Los! Auf mein Zeichen! Scheiße! Und die erleben wir jetzt nochmal neu. Scheiße! Da hocken sie. Das war hier noch jetzt wieder da. Du und Williams, ihr hebt das Maschinengewehr erst aus und sucht dann die Gefangenen. Wir brauchen jeden Mann. Hamagoe! Schalt ihm auf! Hier ist kein Durchkommen! Boah, Alter. Achso, das ist nur was zu saufen. Na gut. Wir
Wenn du eine Handgranate hast, Galetta, wäre es jetzt Zeit angebracht, sie zu werfen. Ja. Schmeiß deine Handgranate ins Fenster. Ja, ist es. Dann bitte eine Achtung, wir müssen weiter. Scheiße, seht euch das an. Machst du auf, bitte? Auf der Treppe! Da, ihr Spaghetti-Fresser! Okay, ich glaube, das war's, oder ist da noch wer? Die Gefangenen haben sie wohl oben. Säubert den zweiten Stock. Skeletor, du gehst vor uns. Wie, was, ich? Ich bin hinter dir, Mann! Alter, wie sie mich immer erwischen einfach? Anscheinend geht's hier entlang. Los! Scheiße! Jede von den Wichsern gibt's der Kopf! Scheiße, egal, schieß einfach weiter! Nicht quatschen, schießen! Das ist knackig. Keine gute Idee, der Balkon. Los, schnell wieder an! Und zeig dir! Fick dich, ihr Zini! Rein mit dir, Skeletor, wir verrecken hier draußen! Ich geb dir Feuerschutz! Und los! Abo drüber schießen! Arrivo, du abo drüber schießen! Und dann, du Wurzi! Shit! Avanza, abo die Tote! Los, schnapp dir das Maschinengewehr! Das Maschinengewehr auf dem Balkon, Skeletor! Schnapp es dir! Da sind noch mehr! Bei der Kirche! Ja, wie kommt denn hier weg? Oh oh. Hanno samaritato i cuscini. Ma chi è quello? Lo conoscete? Lo conoscono tutti. Don Calò è un uomo d'onore. È uno stupido trucco degli americani, non ditemi che gli credete. No, è davvero Don Calò. Ogni tanto dovresti ascoltare i consigli di noi altri del posto. Ci rendiamo. Sapete che potete affidarvi di me. Che ne dite, eh?
Don Carlo, der Kopf der sizilianischen Mafia. An diesem Tag ergab sich eine ganze Garnison. Warum? Weil er es sagte. Mein Glück verließ mich 45, als mir die Nazis eine Kugel ins Bein verpassten. Das war nicht mehr so lustig. Ich lag eine Weile im Lazarett und dann bekam ich einen Monat Heimaturlaub. Immerhin, besser als nichts. Vito, hier bin ich. Joe. Hey, willkommen zu Hause, Alter. Woher weißt du? Ich hab so meine Quellen. Komm, steig ein. Netter Schlitten. Ja, ist sozusagen Dienstwagen. Ich weiß, du willst nach Hause, aber jetzt gehen wir erstmal ein Bier trinken. Gute Idee. Da ist es. Empire Bay. Hast du es vermisst? Ist der Papst katholisch? Nicht, dass mir diese Stadt je etwas geschenkt hätte, aber alles ist besser als ein Schützengraben. Warum ist hier bloß so ein Mistwetter? Angeblich ist es der kälteste Winter, seit gemessen wird. In der Zeitung steht, dass es noch ein paar Wochen so bleibt. Aber ein Drink wird dich aufwärmen. Wie lange ist es her, dass wir das letzte Mal ein Trinken waren? 2 Jahre? Fast 3. Auf Tony Sacellis Party, richtig? Das letzte Mal war es auf der Beerdigung deines alten Herrn, Vito. Kurz vor deiner Abfahrt. Das weißt du doch. Ah, 5 Minuten und schon sprechen wir über meinen Alten. Können wir bitte das Thema wechseln? Erzähl, Alter, wie war's denn so da drin? Ich habe immer Zeitung gelesen, um auf dem Laufenden zu bleiben. Und du weißt ja, wie ungern ich lese. Ja, ich weiß. Ihr habt Mussolini fertig gemacht, was? Gewissermaßen. Wir hatten ein wenig Hilfe von einem Typen namens Don Carlo. Ohne Scheiß. Don Carlo? Von dem habe ich schon gehört. Wirklich? Ja, ich kenne Typen wie ihn. Mafiosi. Arbeitest du für sie, bist du wer. Scheißt du sie an, bist du tot. Dann bist du ja schwer beschäftigt. Ja. Und du hast sogar einen Orden gekriegt, oder? Von General Patton persönlich. Wow, ein echter Kriegsheld, ha? Und dann hast du ein paar sizilianische Bräute geknallt und musstest teilen, ha? Ja, von wegen. Die alte Heimat. Hier kannst du alles fühlen und niemand schert sich drum. Was für ein Land. Auf die USA und darauf, dass du wieder da bist. Salute. Ah, salute. Cent'anni. Wieso bist du schon wieder da? Wegen guter Führung vorzeitig entlassen? Hab mir vor ein paar Monaten eine Kugel angefangen und war im Lazarett. Jetzt habe ich Urlaub. Moment mal. Heißt das, du musst wieder rüber? Was denkst du? Der Krieg ist noch nicht vorbei. Große Lust hast du aber keine, oder? Natürlich nicht, aber was soll ich machen? Warte mal, bin gleich wieder da. Ciao, du bist hier ist Joe. Du hast mir doch letzte Woche einen Gefallen getan. Der Kerl heißt Vito Scaletta. In old Trinidad, danke, Giuseppe. Okay, bis dann. Also hör zu. Sieht aus, als wäre deine Verletzung doch schlimmer als angenommen. Die Ärzte sagen, du darfst nicht mehr zurück an die Front. Was? Moment, hast du etwa... Wie gesagt, ich habe Beziehung. Die offiziellen Papiere kriegst du heute noch. Stempel, Unterschriften und der ganze Kram sind nur eine Frage des Geldes. Verarschst du mich? Ist das nicht riskant? Dafür könnte ich im Knast landen. Außerdem, wie soll ich das bezahlen? Das übernehme ich. Sozusagen als kleines Willkommensgeschenk. Und keine Sorge, die Papiere sind picobello. Glaub mir. Wow, danke. Gern geschehen. Du bist doch wie mein eigener Bruder, Alter. Jetzt kannst du in aller Ruhe deine Zukunft planen. Ja. Aber erst muss ich nach Hause. Okay, soll ich dich fahren? Nein, danke, ich laufe ein Stück. Sehen, was sich alles verändert hat. Alles klar. Grüß deine Schwester schön von mir. Und komm später mal vorbei, wir haben einiges zu bereden. Danke nochmal, dass du mich aus der Army rausgebracht hast. Keine Ursache. Ich melde mich morgen.
Na. Das kann ja heute werden. Danke, der Rest ist für Sie. But the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Und die Musik her. And it doesn't show signs of stopping. And I've brought me some corn for popping. Hier ist doch nirgendwo ein Lautsprecher. Let it snow. Vito? Hallo, Mrs. Kiss good night. How are we? Nur ein lausiges Bierchen! All the way home I'll be warm, and the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. But as long as you love me so, also ein Claim für die Musik kriegen wir auf jeden Fall. Wir werden jetzt aber dahin kommen. Das ist ja kein Problem. Hallo zusammen, ich bin wieder da. Was ist da los? Spider-Man gesehen? Cool. Das ist gar nicht so gut. Wo soll ich denn hin überhaupt? Geh zu deiner Mutter. Ha. Na gut. Hey, Mr. Manara. Hallo. Sie etwa dich? Weißt ja, wie es ist. Der Laden wirft nichts mehr ab. Menswear. Anywhere. Was ist das? If you tell where he's going, he may never get there. Wow. Ach ja, schönes trautes Heim. Hey. Da ist Krach da oben. Na, das sieht ja sehr wohnlich aus hier. Wir wollen mal gucken, wie du lebst. Tritt die Tür ein. Hallo, Kitty Cat. Sag mal, hat die gefaucht? Mom, da bin ich wieder. Vito, mein Junge ist zurück. Ich gedachte, ich dich nie wiedersehe. Francesca und ich haben so lange auf dich gewartet. Vito, hey, Franny, wie geht's? Gewartet. Oh. Komm her. Ich bin so setz dich. Du sicher hast Hunger, Vito. Francesca hat dir etwas ganz Besonderes gekocht. Suppe di pollo. Ist gut für dich. Sieht gut aus, Franny. Ein Jammer, dein Papa nicht mehr bei uns das zu erleben. Er wäre sehr stolz auf dich, Vito. Ja, ich weiß. Vito, was soll das? Oh, Mama, entschuldige. Benedici, Signore, questo cibo, che dalla tua bontà stiamo per prendere. Redina anche a coloro che non ne hanno e rendici partecipi alla tua benedizione. Per Cristo nostro Signore, Amen. Well, Diddly. Du musst müde sein, Vito. Ich hab dir dein Bett gemacht. Das ist schön. Da wollen wir auch gleich hingehen. Und wie ist es euch ergangen? Franny, was machst du so? Ich habe einen netten kleinen Bürojob, der uns einigermaßen über die Runden bringt. Und ich bin dabei, Papas Schulden abzuzahlen. Francesca, wir jetzt nicht darüber reden. Oh, guck mal an. Das ist ja auch heutzutage nur noch selten, dass es wirklich, dass man sich selbst in den Spiegel sehen kann. In Spielen. Privat vielleicht auch, aber das ist eine andere Geschichte. Siehst du, es kriegen alte Spiele hin. Wieso kriegen das fucking neue Spiele nicht hin? Entwickler zu faul? Man weiß es nicht. Kann ich das auch wieder zumachen? Ja.
Ja. Bis morgen früh. Das geht nicht. Ich muss mir eine Wohnung suchen. Ja, dann such doch mal einfach. Moin. Und, wann musst du wieder zurück? Tja, so wie es aussieht, gar nicht. Joe hat das für mich gedeichselt. Joe? Du willst wieder in Schwierigkeiten kommen? Wär's dir lieber, ich gehe zurück und werd wieder angeschossen? No. Siehst du? Joe rettet mir vielleicht das Leben. Vito, versprich mir, du wirst nicht in Schwierigkeiten geraten mit diesem Joe. Du weißt, Papa hat im Hafen gearbeitet für diesen Mann, diesen Pappalardo. Er ist in Gewerkschaft. Du kannst reden mit ihm und hart arbeiten wie deine Papa. Rede mit ihm. Bitte, versprich mir, gehst du noch heute zu ihm? Okay, Mama, ist gut, ich versprech's. Grazie a Dio. Heute noch? Also, jetzt? Na gut. Weil du es bist. Wer hupt denn da draußen? Ich muss aber schon sagen, dass manchmal die Stimmen ein bisschen zu leise sind. Das juckt mich doch nicht. Ist mir scheißegal, wenn ihr alles verkaufen müsst. Und was ist hier los, verdammt? Vito! Kümmer dich um deinen eigenen Dreck, du Arschloch. Nee. Ach ja? Komm her, Kleiner. Dir werde ich's zeigen. Auf Frauen losgehen, das traust du dich, was? Komm, zeig, was du drauf hast. Vito, bitte, du machst alles nur noch schlimmer. Uah. Halt! Hört auf! Ihr braucht euch nicht zu prügeln! Na? Bitte, Vito, das geht dich nichts an! Machen. Bitte, Vito, das geht dich nichts an. Du handelst dir nur Ärger, Vito. So, jetzt bleib mal liegen. Na, scheiß drauf. Sieh bloß zu, dass du Land gewinnst, du Wichser. Das wird euch noch leid tun. Verlasst euch drauf. Was zum Teufel wolltet ihr? Tut mir leid, Vito. Wir wollten dich nicht beunruhigen. Beunruhigen? Womit beunruhigen? Komm, jetzt sag mir, was los ist, Franny. Kurz vor seinem Tod hat Papa sich Geld geliehen. Ein Haufen Geld. Von einem Kredithai. Er hat gedacht, er kriegt einen besseren Job und zahlt's dann zurück. Wir haben es erst erfahren, als du weg warst. Wie viel? $2,000. Was? Scheiße. Das Schlimmste ist, der Kerl will alles bis Ende der Woche zurück. Sonst müssen wir noch mehr zahlen. So viel kann ich als Hafenarbeiter nicht verdienen. Wer ist der Kerl? Ich weiß nicht. Mama will es mir nicht sagen. Aber reg dich nicht auf. Wir kriegen das schon hin. Keine Sorge. Ich schaff das aus der Welt. Ich verspreche es dir. Danke, Vito. Pass gut auf dich auf. Jetzt brauche ich auf die Schnelle zwei Riesen. Vielleicht kann Joe mir da helfen. Na, das fängt ja gut an. Aber ich muss auch ehrlich sagen, wir haben den ersten Teil auch gespielt. Und den könnt ihr ja auch auf diesem Kanal schon verfolgen. Das ist auch das ist also ein Mafia-Remake. Also komplett neu gemacht und alles.
Das hier ist auch in der Definitive Edition mit drin gewesen, aber das sieht mehr wie ein Remaster aus. Also nur Textur verschönert und so. Naja. Aber das soll uns ja nicht von der Atmosphäre ein bisschen hier stören, ne, oder? So, können wir ein Auto klauen? Nee. Ich glaube noch nicht. Ah, vielleicht doch. Vielleicht war ich nur zu blöd. Wo ist denn unser Freund? Achso, da wohnt er gleich um die Ecke. Na ja, gut. Dann wollen wir da mal einfach so hinlaufen. Könnte ich denn theoretisch hier... Nee. So. Das ist auf jeden Fall ein paar Etagen höher, glaube ich. Verzeihung, Ma'am. Wissen Sie, wo Joe Barbro wohnt? Rechts von der Treppe. Und der soll nie wieder so einen Krach machen wie letzte Nacht. In die gute Stube. Ekelhaft. Hab die Miesten ja auf dem Rückweg von der Bar aufgerissen. Ich warte schon auf dich. Okay, Mädels, Schluss für heute. Ich hab zu tun. Kommt morgen wieder, dann machen wir da weiter, wo wir aufgehört haben. Hopp, hopp. Komm schon, Joey. Der Spaß ist vorbei, Schätzchen. Ein andermal. Rita und ich haben uns ewig nicht gesehen. Wir haben eine Menge zu bereden. Tja, der scheint ja ganz gut zu gehen, alter Junge. Kann ich klar. Mann, diese kleine spanische Hexe ist verdammt schlau. Wie war's zu Hause? Nett. Allerdings war Mama nicht gerade begeistert, als ich deinen Namen erwähnt habe. Du weißt, wie sie ist. Ich soll mir einen ehrlichen Job suchen. Und, tust du's? Keine Ahnung, aber ich werde ganz sicher nicht denselben Fehler machen wie mein alter Herr. Ich zahle seine Schulden, komme auf die Beine und suche mir eine eigene Wohnung. Aber mit Fabrikarbeit mache ich zu wenig Kohle. Hey, du kannst erstmal bei mir bleiben. Und wir finden einen Job für dich, mit dem du ordentlich Geld verdienst, ohne dich krumm zu arbeiten. Klingt vielversprechend. Von 20 Kröten Stütze in der Woche kann ich leider nicht leben. Ich kenne Leute, die zahlen sehr gut für gewisse Dienstleistungen. Und für meinen besten Freund kann ich da sicher was einfädeln. Anständige Arbeit ist nur was für Idioten. Du sagst es. Als erstes muss ich dich Giuseppe vorstellen. Dort holen wir die Entlassungspapiere ab. Los geht's. Du hast in nur 3 Jahren genug Zaster für all das hier gemacht? In den letzten 3 Monaten. Und ich hatte noch nicht mal Zeit, mich richtig einzurichten. 3 Monate? Scheiße. Man muss nur die richtigen Leute kennen. Aber du hast Glück, Alter. Du kennst mich. Und, weißt du schon, was du machen willst? Du hast gesagt, du willst mich diesem Giuseppe vorstellen. Nein, nein, nein. Ich meine mir allgemein. Hast du dir da drüben nicht überlegt, was du machen willst, wenn du wieder hier bist? Nein, nicht direkt. Naja, das Übliche halt. Ein nettes Mädchen finden, Familie gründen. Wow, hey, für den kam es später noch Zeit genug. Jetzt sorg ich erstmal dafür, dass du ein bisschen lebst. Hey, danke nochmal wegen der Sache mit dem Attest. Ach, war doch nur ein Anruf. Kannst dich bei Giuseppe bedanken, wenn wir ihn abholen. Ja, jetzt stehen wir hier, ne? Muss ich hier raus? Ja. Definitiv nur ein Remaster. Sag mal, könnte ich vielleicht... Was? Fahren etwa? Die Straßen sind vereist und du bist noch nie Auto gefahren. Joe, ich bin da drüben fast die ganze Zeit gefahren. Ja, aber das hier ist kein Panzer. Das ist eins der besten Autos auf dem Markt. Ich bin kein Panzer gefahren, sondern einen Jeep. Was ist denn Jeep? Das
Vergiss es. Lässt du mich nun fahren oder was? Okay, okay, hier ist der Schlüssel. Aber fahr bloß vorsichtig. Okay, wenn's richtig saukalt ist, gibst du ein bisschen mehr Gas als normal. Das ist das Pedal da rechts. Ich weiß, Joe, ich weiß. Okay, und jetzt rechts abbiegen. Dann eine Weile geradeaus. Hey, langsam, nicht so schnell. Nicht, dass wir von den Bullen angehalten werden. Ja, sehr gut. Aber das dauert, bis wir darüber kommen. Beautiful, what's your hurry? My father will be pacing the floor. Listen to the fireplace roar. Now really, I've got to scurry. Beautiful, please don't. Er geht wieder zurück einfach. Put some records on while I fall. Nee, Mann, das tut mir leid. It's bad out there. Say, what's in the street? Have to be had out there. Man kann ja einfach ein bisschen... Also hey, Rito, weißt du, wie spät es ist? Es ist noch hell. Woher soll ich das wissen? Es ist an der Zeit, dass du dir ein eigenes Auto besorgst. Schön wär's, aber wovon soll ich das bezahlen? Wer sagt, dass du es bezahlen musst? Was? Ja, du hattest recht. Die haben dir da drüben wirklich das Autofahren beigebracht. So hat alles sein Gutes. Schau dir das Schätzchen mal an. Schick. Ein 42er Jefferson. Es wäre eine Schande, bei so einem schönen Wagen die Scheibe einzuschlagen. Du solltest dir bei Giuseppe ein paar Dietriche besorgen. Das mache ich doch glatt. Schönen Dank auch. Willkommen in Giuseppes Laden, ein Paradies für Diebe. Er hat einfach alles, sogar gefälschte Waffenscheine und Armeeentlassungspapiere für diejenigen, die keinen Bock haben, sich abknallen zu lassen. Giuseppe, ich habe einen neuen Kunden für dich. Der ist doch in Ordnung, oder? Absolut einwandfrei. Das ist Vito, mein bester Freund. Und das ist Giuseppe, der beste Safe-Knacker in ganz Empire Bay. Stand, bitte. Freut mich. Sind die Papiere für ihn? Ja, ganz genau. Sind sie schon fertig? Sie, war scheiß Arbeit, aber sind fertig. Danke. Sind die auch wasserdicht? Die Armee wird dich nicht mehr belästigen, glaub mir. Siehst du, was hab ich gesagt? Dein Geld. Nimm deine Papiere wieder. Ach hier. Na, wir brauchen noch einen Satz Dietriche. Sehr richtig. Und rate mal, wer die bezahlt. Oh. Grazie, du kannst sie gleich mal ausprobieren. Hier, nimm das Schloss hier. Du musst den Dietrich nur reinschieben und alle Stifte anheben. Mit dem Spanner hältst du die Stifte einen nach dem anderen fest. Wenn alle Stifte in Position sind, drehst du einfach den Spanner und das Schloss geht auf. Kinderspiel. Verdammt! Ach so, da ich sehe ich da auf der Karte erst. Wow. Dann mach's mal gut, okay. Giuseppe. Kinderspiel, ha? Huh? Keine Angst, du kriegst den Dreh schon raus. Ich mach das immer, wenn ich meine Schlüssel im Auto vergesse. Natürlich machst du das. Immer. Willst du den Wagen immer noch knacken? Machst du Witze? Unbedingt. Das ist deine Chance. Natürlich machen wir das. Das war ja so klar. Verdacht auf Autodiebstahl. Ach komm, ernsthaft? Wo? Drück drauf! Verstanden.
Autodiebstahl im Gange. Nehmen wir Verfolgung auf. Ja, es ist noch nicht vorbei. Schütteln Sie ab, alles schnell. Klar. So, was war das denn für eine Kamerageschichte? Und mal erstmal gucken, wo wir hier hinkommen. Cool down, Papa, don't you blow your top. Ain't no use in diving. What's the use of diving? Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. Papa told the monkey you are choking me. Release your hold and I'll set you free. The monkey looked the buzzer right dead in the eye and said, "Story's so touching, it sounds just like a lie." Gut. Scheint, dass wir ihn los sind. Also, wie gefällt dir der Wagen? Gar nicht schlecht. Ich glaube, den behalte ich. Gut. Wir brauchen eine Werkstatt. Die bieten genau das, was wir jetzt suchen. Klingt aber nicht billig. Keine Sorge. Das geht auf mich. Fahr einfach zu einer Werkstatt. Ich kenne den Typen, dem sie gehören. Okay. Wenn du das sagst, bitteschön. Das Geile an dem Spiel ist auch die Musik, ne? Mag ich ja. The buzzer told the monkey you are choking me. Release your hold, then I will set you free. The monkey looked the buzzer right dead in the eye and said, "Your story's so touching, it sounds just like a lie. Straighten up and fly right." Wow, was? Wieso, wo kommt der denn jetzt hier auf einmal? Hä? Was hab ich da gemacht jetzt? Okay, nochmal das Ganze. Kann ich irgendwo wieder hochfahren? Wow, wow, was ist hier denn los? Scheiße. Oh, lol, der hat sich irgendwie verfahren oder was? Ach, vielleicht wegen meiner Geschwindigkeit? Achten die da drauf? Now really I've got to scurry. Beautiful, please don't hurry. Or maybe just a half a drink put more. Put some records on while I pour. The neighbors might but think. But baby, it's bad out there. Say, what's in the street? No cabs to be had out there. I wish I could fall like starlight now. To break the spell. I'll take your hat. Was darf sein, Kumpel? I ought to say no, 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 mind if I move in closer. At least I'm gonna say that I tried. Kennzeichen wechseln. Personalisieren? Ja, klar. Repeat. I simply must go. The answer is no. Gaming. The welcome has been so nice and warm. Look out the window at that storm. My sister will be suspicious. Gosh, your lips look delicious. My brother will be there at the door. Waves upon a tropical shore. My maiden aunt's mind is vicious. Your lips are delicious. Or maybe just a cigarette more. Never such a pleasure before. I gotta get but home. Baby, you freeze out there. Und der Kanal besteht seit 2022. Deswegen... So. Do this thing to me. There's bound to be talk tomorrow. Think of my lifelong sorrow. At least there will be plenty of blood. If you caught pneumonia and died, really can't get over that old out. Shop durchsuchen. Wagen muss repariert werden. Wechsel die Farbe. Leistung verbessern? Nee, muss ich nicht. Wagen reparieren. So.
Sehr schön. After Germany's imminent defeat, the meeting, which is taking place in a secret location, once again puts together the men who have come to be known as the Big Three. Auto-Tunen. Das kostet wie viel? Ach, ist schon gemacht wahrscheinlich. Kostet 20 Euro. $20, 75 Euro. Ja, perfekt. Gut, dann stelle ich dich jetzt Mike Bruski vor. Er hat vielleicht einen Job für dich. Okay, wo ist er? Ihm gehört ein Schrottplatz drüben in Riverside. Du kannst ihn nicht verfehlen. Wie hieß der Kleine nochmal? Welcher Kleine? Der von der Autowerkstatt? Ach, Tommy. Er ist der Neffe meines Kumpels. Ein super Tänzer. Im alten Tanzlokal in der Oyster Bay vor ein paar Wochen sind alle Bräute seinetwegen durchgedreht. Ist da etwa einer eifersüchtig? Witzig. Ich brauche keine Tanzschritte. Ich habe meinen Charme, mein Freund. Ich verrate dir ein paar meiner Sprüche. Dann musst du dir nicht mehr jeden Abend einen von der Palme wedeln. Würdest du für $50 mit mir ins Bett gehen? Aber mach schnell, ich brauch die Kohle dringend. Wow, das ist ein bisschen aufdringlich, wa? Glaubst du dann lieber auf den ersten Blick oder soll ich nochmal reinkommen? Oh, oh, bitte. So. Hey Baby, das ist ein tolles Kleid. Das würde sich wundervoll neben meinem Bett machen. Und das soll funktionieren? Nein. Kennst du den Unterschied zwischen einem Gespräch und Sex? Nein? Wollen wir zu mir und ein bisschen reden? Schon klar, dass du Probleme hast. So schlecht. Hallo Kleines, eigentlich bin ich kein Mann für eine Nacht. Aber bei dir mache ich eine Ausnahme. Der war schlecht. Wenn man drei Beine in der Hose hat, dann braucht man nicht gut reden können, verstehst du? Hey, fahr vorsichtig in der Kurve hier. Vor ein paar Wochen ist da ein Kerl durch die beschissene Leitplanke gebrettert und ersoffen. Oh, ja. Yeah. Das sieht doch gar nicht mal so stabil aus. Okay, und jetzt rechts am Bein. Auto kaputt. Okay, wir sind fast da. Fahr hier nach rechts. Oh, Gunshot. Das ist Mike Schrottplatz. Fahr einfach durchs Tor. Hey, wen haben wir denn da? Hey, Mikey, wie geht's denn so? Scheiße, Mike, wie wär's denn mal mit Hände waschen? Jetzt brauche ich ein verdammtes Bad. Hey, ich bin am Arbeiten und wer arbeitet, macht sich manchmal dreckig. Außerdem habe ich sie gerade abgewischt. Womit denn? Mit demselben Scheißlappen, mit dem du auch das Klo abwischst? Du bist vielleicht ein Penner. Hey, jetzt reg dich mal ab. Bist du vom Gesundheitsamt oder bist du geschäftlich hier? Geschäftlich natürlich. Hier, das ist mein Freund Vito. Vito, das ist Mike Bruski. Gib ihm bloß nicht die Hand. So viel Seife habe ich nicht zu Hause. Freut mich, Vito. Vito und ich sind alte Freunde. Er kommt gerade aus dem Krieg zurück und braucht Kohle. Da dachte ich, er könnte dir bei deinem Beschaffungsproblem helfen. Ich bürge für ihn. Aha, okay. Joe hat dir also von unserem Nebengeschäft erzählt, oder? Ja. Ich will nur stinknormale Karren, nichts ausgefallen ist. Du kriegst pro Wagen deinen Anteil. Ich nehme nur so viel ab, wie ich verarbeiten kann. Und schlepp mir keine Bullen an, klar? Wenn sie dir hierher folgen, habe ich deine Visage nie gesehen, verstanden? Klar. Gott verdammt, Mike. Ich habe deine Schmutzgriffel auf meinem Mantel. Weißt du, was ich für den Fetzen hingelegt habe? Krieg dich wieder ein, sonst stopfe ich ihn dir in den Arsch, du Nervensäge. Und jetzt darf ich auch noch die Reinigung blechen. Und wer weiß, ob die diesen Siff überhaupt rausbekommen. Halt die Fresse. Vito, ich bräuchte dringend ein Walter Coupé, heute noch. Meine Leute haben zwar Teile aufgetrieben, aber keinen Wagen. Weil ihr einfach nicht wisst, wo ihr suchen müsst. Jedes Mal, wenn ich die Hunter Street runterfahre, sehe ich dort einen neben einer Bar parken. Ich glaube, der Schuppen heißt Lone Star oder so. Ist der nicht im schwarzen Viertel? Da falle ich doch auf wie ein bunter Hund. Ich gebe dir 350 Mäuse. Das ist doch das Risiko wert, oder? 400. Na schön, abgemacht. Komm, Vito, fahren wir, andiamo. Und dir schicke ich die Rechnung für die Reinigung von meinem Mantel. Die kannst du dir in die Haare schmieren, du Sackgesicht. Okay, hör zu. Das ist sozusagen deine Jungfernfahrt hier. Versaus also nicht, verstanden? Hier, Vito, nimm das. Für alle Fälle. Hey, klasse. Hey, Mike, darf ich das Ding mal ausprobieren? Klar,
Lass dich nicht abhalten. Dann mal los. Ziel auf die alte Kiste da drüben. Denn das Tutorial. Hey, du schießt gar nicht schlecht. Hey, Vito, versuch mal den Tank zu erwischen. Mist, war noch Sprit in der Karre drin? Dazu fällt mir ein Polackenwitz ein, aber lassen wir das. Ach ja, mir fällt auch was ein. Fick dich ins Knie. Genug geballert, wir haben einen Job zu erledigen. Okay, nice. Gudi. Ach, das ist das Geräusch vom Schnee. Ich denke, hä? Was rauscht denn hier so ein bisschen? Habe ich irgendwie ein Problem mit der Tonqualität oder sowas? Nein. Da ist der Schnee. Okay, Leute. Ich danke sehr fürs Zusehen. Wir machen uns jetzt auf die Suche nach dem schönen Autowagen. Aber das sehen wir erst in der nächsten Folge. Macht's gut, vielen Dank fürs Zusehen und bis dann.